Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, vielen lieben Dank, EBP, und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Empyreon. Heute mit, ich habe die Fresse voll von diesem scheiß Planeten und ich will hier weg. Dafür würde ich zuerst mal versuchen, dass wir unseren Bodeneffektfahrzeug hier abholen und wird da erstmal einmal mit der Dings rüberfliegen, mit der Salvation. Ich habe ein bisschen Strom. Ich hoffe, wir kommen da an. Und dann schauen wir mal. Hey, ich würde doch hier einen Wegpunkt haben. Gleiter, so. Aha, ist das echt verrutscht, was soll denn das? Naja, gut. Ist ja in der Nähe. Gut, und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Dafür sollte man allerdings die Triebwerke anschalten. Die habe ich ja wohlwissentlich hier deaktiviert. Und dann gucken wir mal. Zirp. Wir gucken einmal alle an. Geräte. Chipdüsen. Aktiviert, aktiviert, aktiviert. Sehr schön. Sieht doch schon mal gut aus. Alles klar. Und dann wieder ab in Pilotensitz und gönn dir. Oh, wir haben tatsächlich nur für eine Viertelstunde Sprit. Mal gucken, wie schnell wir da rüberkommen. Für 6 Minuten haben wir Sprit. Alter, wie viel das Ding frisst. Ich glaube, die Nummer kann ich mir gleich schenken. Ich gucke mal, ob ich wenigstens im Weltraum komme. Ne, wir haben den Ketzer natürlich dabei. Im Zweifelsfall kommen wir hier immer wieder weg. Und dann gucken wir mal, was wir in die Atmosphäre kommen. Da braucht das Ding nämlich nur einen Bruchteil an Strom. Aber wir kommen ja schon mal ganz gut hoch. Und Rabimmel, da sind wir im Orbit. Und hier reicht der Strom ja immerhin für eine halbe Stunde. Naja, Viertelstunde. Gut. Ich hatte hier schon mal auf der Karte geguckt. Sasketa. Ziel erfassen. Wir waren tatsächlich noch nicht da. Und da würde ich doch mal versuchen, ob wir da rüberfliegen können. So, wir treiben gerade erstmal nur. Da geht das mit dem Stromverbrauch halbwegs klar. Und dann kicken wir mal, ob wir da ankommen. Ja, Stromverbrauch im Orbit kann man echt mit leben. Oh, ich brauche mehr SCS. Sasketa. So, wie war jetzt nochmal? Springen. Jump. Ich muss tatsächlich nochmal in Optionen gucken. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, ich speichere ein Backup. Super. Hier wollten wir hin. Steuerung. Bla 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 bla. Warp-Antrieb. K. Okay. Wieder zurück und dann gönn dir Hard Salvation. Das erste Mal im Weltraum übrigens. Wie geil ist das? Also mit einem großen Schiff. Ich bräuchte etwas über ein Jahr, um da so hinzufliegen. Ist ja kaum was. Du musst schneller fliegen. Okay. Das kriegen wir doch hin. Das ist doch machbar. Und dann ab in den Warp Drive. Woo! So, warum macht er das jetzt? Ich habe echt keinen Bock mehr auf diesem Planeten rumzulungern. Wir haben da mittlerweile alles gesehen. Die letzte Folge hatte ohnehin schon nicht mehr so viele Zuschauer. Und jetzt fliege ich einfach runter. Habe hier so eine toxische Einöde, wie mir scheint. Und werde mich da einfach mal umgucken. Oh, das Ding hat auch einen Mond. Wäre auch so eine... Hat eine vernünftige Atmosphäre? Nee. Ist auch nur so ein Steinhaufen. So, also... Landen wir hier auf, wie auch immer das Ding heißt. Sasketa.
So, und ich werde mich wahrscheinlich so halbwegs nach unten stürzen lassen müssen. Weil für mehr wird mein Sprit nicht reichen. Wir werden mal so ein bisschen am Wasser landen. Das ist wahrscheinlich am sinnigsten. Weil da können wir dann zumindest Sprit nachproduzieren. Also Treibstoff. Und ich hoffe, wir finden hier ein wenig Promethium. Promethium, war das richtig? Ich hoffe einfach. Ja, ich war die letzten Tage tatsächlich mehr mit 7 Days beschäftigt. Weil da die neue Alpha 18 kam, dass er jetzt immer sonntags veröffentlicht wird. Und ja, da ist einfach Empyreon ein bisschen untergegangen. Ich bin da auch in Vorproduktion gewesen. So. Zack. Am Boden. Boah, ist das nicht ein wunderbares Giftgrün? Promethium-Lager entdeckt. Naja, was will man mehr? So, richte dich mal aus hier. Zack. Und dann landen wir hier einfach mal. Es scheint ja relativ eben zu sein. So, Triebwerke aus. Und dann mal schauen, wie wir landen. Bei bestem Wetter, möchte ich sagen. Das läuft doch hier. Zack. Triebwerke sind aus. Wie lange hat die Hütte jetzt noch Strom? Wahrscheinlich nicht so lange. Für 5,8 Minuten. Warum? Warum ist der Stromverbrauch so hoch? Ich habe doch gerade sämtliche... Wieso sind die noch an? Signallogik. Egal, dann machen wir es aber hier. Schubdüsen. Aus. Zack. Ja. Für ein paar Stunden möchte ich mal einfach sagen. 1000 noch was Minuten. Okay. Dann erkunden wir mal die Hütte. Eventuell müssen wir uns mal einen neuen Gleiter bauen. Aber das ist nicht das Problem. Da hätten wir es jetzt einfach mit dem vorhandenen Sprit nicht hingeschafft. Ihr seht, ich habe ein paar Männchen hingestellt. Wirkt doch gleich etwas lebendiger, oder? Das Primitium-Lager ist auch gar nicht mal weit weg. Wie groß ist denn das? Klein, nur immerhin. Klein ist besser als nix. So. Und... Was wollte ich jetzt auf der Karte gucken? Hier vorne. Große Plasmadrohne. Na super. Da bin ich ja fast gewillt, so hinzueiern. Naja. Zumindest muss ich da nicht weit zurücklaufen. Ist ja schon mal was wert. So, mal gucken, was eine große Plasmadrohne kann. Oh. Crashed Cockpit, okay. Bisschen was scheint es hier zu geben. So. Ah, das Wetter wird schöner. Oh, so scheiße ist das Wetter. Ist der Planet gar nicht. Ist alles ein bisschen grün, ja gut, aber was soll's. So, und du bist eine große Plasmadrohne oder was? Oder bist du fliegender Fisch? Könnte auch ein fliegender Fisch sein. Crash DSI, okay. Das scheint eine große Plasmadrohne zu sein. Und tschüss. Scheißding. Crash DSI. Was auch immer DSI ist. Gucken wir mal. So, auf jeden Fall werden wir das Ding jetzt erstmal looten. Bin gespannt, was für so eine großen Minigun-Drohne. Oh, Fusionszellen. Genau das, was wir brauchen. Und 15mm Kanonen. Kugeln. Und dann haben wir hier was durchaus Interessantes gefunden. Boah, der Sound hier ist ja spooky, ey. Meine Fresse. Scheiß man sich ein, Junge. Okay, Glasmodule, die wohl mal Solarmodule waren. Das ist eine coole Art und Weise, den Effekt zu erzeugen. Triebwerke. Triebwerke nehme ich gerne. Ja, es ist Deko-Scheiß, es ist mir relativ wurscht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein, da.
Selbstschussanlage. Habe ich einen Kern dabei? Ich bin zu weit weg vom Schiff. Ein bisschen was scheint es eher schon mal zu geben. Ich traue dem Frieden aber nicht. Okay. Badezimmer. Oh. Na super. Okay, das scheint mir so Richtung Erkundungsschiff oder so zu sein. Wo kam das her? Okay, hier gibt es auf jeden Fall irgendwelche Viecher. Gut, aber das lassen wir uns für ein anderes Mal. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal ein bisschen den Planeten. Wir haben Promethium und so haben wir da, also Batterien. Wir können eine Weile rumfliegen. Verschaffen uns hier erstmal einen Überblick. So, ich weiß immer noch nicht, warum der Schild als rot angezeigt wird. Wahrscheinlich, weil mein Stromverbrauch zu hoch ist. Aber gut. Das nehmen wir einfach mal so hin. Halb so wild. So, ansonsten ist der Planet vor allem giftig grün. Verdammt, grün und giftig. Hier vielleicht mal gucken sollen, ob ich genug Sauerstoff dabei habe. Und ich hätte vielleicht auch gleich ein paar Wassergeneratoren aufbauen sollen. Damit ich hier nicht einen tragischen Erstickungstod sterbe. Aber gut, wird schon werden. Mir geht es erstmal vor allem ganz viel nichts. Fliegen zwei POIs entgegen. Aber, naja. Die scheinen noch eine ganze Ecke weg zu sein. Ist das Pentaxid? Nee. Definitiv nicht. Also gefühlt fliege ich seitlich fast schneller. Ich sollte das Modell vielleicht nochmal... Na super, gleich wieder die Cyrex an der Hacken. Erestrium-Lager, okay. Sturf-Outpost, der mir wahrscheinlich gleich Hölle auf den Sack geht. Ich glaube, den entwaffnen wir erstmal. Komm her, du Sack. Machen wir lieber von hier. Oha, der ist ganz schön fett bewaffnet, sehe ich gerade. Da sind nicht nur die paar, die ich sehe, das sind noch ein paar mehr. Was mich wieder zu meiner Frage bringt, habe ich Kerne dabei? Ja, da habe ich doch 4 Stück. Aber da komme ich so wahrscheinlich nicht ran. Da will ich mir tatsächlich mal einen Panzer bauen. Und wie gesagt, vor allem erstmal Überblick gewinnen hier heute. Was wir so im näheren Umfeld haben. Ach, jetzt sehe ich oben rechts auch mal starker Säureregen. Ich würde aber erstmal gucken, dass wir aus dem Cyrex-Gebiet wieder rauskommen. Reent Landing Pad, okay. Hier ist noch mehr Cyrex. Okay, ich würde sagen, wir fliegen hier jetzt so die Runde runter und dann wieder zurück. Mal schauen, was dabei rauskommt. Eine leichte Schlenke, um die POIs mitzunehmen, haben wir vielleicht noch. Und dann mal schauen, was bei rumkommt. Ansonsten erhoffe ich mir hier ja auf jeden Fall ordentlich Uran und so einen Scheiß. Ich meine... Auf dem anderen Planeten hatten wir immer nur diesen Hazard Mist und hier ist zumindest, ja, alles verseucht. Da muss auch was gehen. Willst du so zwischen zwei Bäumen durchkommen? Oh, irgendwie schon. So, hier kommt erstmal eine Menge Nischt. Ganz viel Nischt. Ich
Ich weiß gar nicht, ob ich Sauerstoff in meinem Großschiff, Großkampfschiff eingelagert habe. Ich glaube auch nicht. Aber so ist das, wenn man ziemlich unkontrolliert losfliegt, einfach nur, weil man die Fresse voll hat. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Das mit dem Schlenker funktioniert soweit ganz gut. Ich bin unbewusst tatsächlich so geflogen. Woo! Ich meine, die Schiffe fliegen macht ja schon Spaß, ne? Das Kämpfen finde ich tatsächlich ein bisschen zu holprig in dem Spiel. Also einfach, weil die Schiffe so relativ träge sind. Aber ansonsten, das Fliegen macht Spaß. So, hier sollten noch wieder ein paar Positions of Interest sein. Irgendwann sollte mein Radar ja mal anschlagen. Und ich glaube, die nächsten Folgen werden wir tatsächlich damit verbringen, uns mal einen neuen Kampfgleiter zu bauen. Denn mal schauen, wie es wird. Ne, im Zweifelsfall, wir können ja jederzeit mit dem Ketzer zurückfliegen. Das ist ja gar nicht das Problem. Alter, und hier ist halt immer Scheißwetter. Unglaublich. Wie beschissen ein Wetter sein kann. Oh, da haben wir noch was zum Abknallen. Raketenwerfer raus. Einmal nachladen. Oh ne, das ist nicht nur der. Ein aufgegebener Reaktor. Okay. Sowas hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das Ding scheint auf uns aufmerksam geworden zu sein. Ist das hier Wasser? Ne, das ist Boden. Ich würde sagen, wir rotzen das Ding nochmal zu Klump, oder? Feindlicher Truppentransport nähert sich. Auch interessant. Schießt du Scheißding? Warum schießt er nicht? Was ist denn das Problem mit meiner Minigun, ey? Was ist denn generell gerade das Problem? Komm her jetzt. Hä? Zu nah am Boden? Seltsam. Irgendwo sind die Schüsse auf jeden Fall gerade hängen geblieben. So, der wehrt sich eh da nicht mehr. Puh! Oh, das Ding ist nicht geladen, na toll. Na, kommst du noch wieder weg, Keule? Was hängst du denn da so rum? Komm! Zack. Zack, zack, zack. Okay, der schießt auch irgendwo hin und nicht da, wo er soll. Na, kannst du noch? So. Das war's. Wow. Ah, war ich tiefer, als ich dachte. Richte dich mal aus hier. Und vielleicht überlege ich mir das nochmal mit dem, wir machen nur eine Aufklärungsrunde. So, da kommt, glaube ich, auch gerade der Truppentransporter. Okay, von irgendwas wurde ich getroffen. Oh, was ist das denn? Alter, bist du eklig. Overseer, okay. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Den machen wir jetzt mal nackig. So. Mal sehen, was der Overseer so kann. Alter. Komm klar. So. Nun bin ich ja gespannt. Hat der auch Waffen oder sowas dabei oder haut er mich nur? Pentoxid, okay. Warum starke Säureregen? Oha. Offensichtlich kann ich den nicht so gut ab. Da muss ich den ja tatsächlich mal gucken, wie ich hier draußen überhaupt rumrennen kann. Aber da rennen doch bestimmt noch mehr von den Viechern drin rum. Hm. Gehen wir da rein? Was meint ihr?
meine, das schaffen wir in der Folge nicht mehr. Ja, machen wir nächste Folge. Da gehen wir nächste Folge rein. Wir landen auf dem Dach und dann gucken wir mal. Das wird super. Wollen wir nur einen Eingang finden, dann wird das schon. Auf jeden Fall rennt da noch ein Gegner rum. Ja, mit meiner Dingsgun sollte ich das schon irgendwie hinkriegen, das wird schon. Ne, heute, ich sehe gerade, da sitzt eine Spinne auf meinem Monitor. Was geht denn hier ab? Ist ja ekelhaft, genau in der Mitte. Scheißvieh. So, jetzt fahren wir hier gerade Road to Nowhere quasi. Wir drehen mal ab und fliegen Richtung Westen. Sieht das erstmal nach einer Menge nichts aus. So, was ich mich jetzt frage, kann ich irgendwas gegen diesen starken Säureregen machen? Also, dass mir der irgendwie nichts an kann. Weil das bringt ja sonst tatsächlich gar nichts. Stehe ich ja richtig blöd da. Was war das? Hier gerade eine POI? Ja. Eisenerz, naja gut. Das ist jetzt nicht gerade das Fetteste, was man finden kann. Aber erstmal haben, ne? Wir erkunden weiter. Was ist das für ein Schattenspiel hier? Achso, das ist ein Meer. Knapp daneben. Also diese... Naja, egal. Egal. Lass mich blubbeln. Ich bin ein bisschen neben der Spur gerade. Weiß auch nicht recht, was ich von dem Scheiß hier halten soll. Derelict Base. Okay, wo ist die? Zumindest mal sehen möchte ich die. Plasmadrohne. Können wir uns vielleicht sogar ein bisschen näher angucken. Und ich muss dringend Raketen nachladen. Wow! Mir gehen die Mumpeln so ein bisschen aus. So, den hätten wir. So, mach den nackig. Jetzt können wir halt mal die MG-Munition verballern. So, triffst du den nochmal? Ja, sehr schön. Der ist auch wie so ein Propeller hier, wie so ein Brummkreisel. Das finde ich dezent seltsam. Also ich weiß halt nicht, was es soll. Also ob das so eine KI-Sache ist oder... Weil, also... Das hat ja schon nichts mehr mit Physik zu tun. Das sind so ein paar pimmelige Schrapnelle einschlagen. Okay, das war glaube ich mal eine terranische Base. Oh. Voila. Wir landen hier im Mank der Mushrooms. Oh, so ein lecker kleiner Pilz. Wir landen mal hier. So. Ah, ein bisschen Platz. Zack. Fahrwerk raus. Und gönn dir hart. Oh, ich hätte nicht so weit weg landen sollen. Krieg wahrscheinlich gleich hart auf den Nuss. Ja. Da geht's schon los. Ich muss da irgendwie schnell reinkommen. Weil sonst bin ich hier gleich ratzfatz tot, glaube ich. Das hat ein bisschen was von der Starship Troopers Basis, oder? Mal weg. Danke. So. Hier sollte es mir etwas besser gehen. Und dann schauen wir doch mal, was hier geht. Auf jeden Fall hat die hart gelitten. Alter. Was ist denn hier eingeschlagen? Oder kam es von unten? Ne, es kam von außen. Also von unten. Krass. Das ist ja geil. Ich weiß nicht, ob das gerade klug war. Ich habe so das Gefühl, hier erwartet mich noch eine böse Überraschung. Habe ich irgendwas zum Heilen mit? Ja. Hätte auch nochmal da unten gucken müssen. Dann schauen wir doch mal. Alter, die Soundkulisse auf diesem Planeten ist echt hart, ey. Klingt alles wie aus der Hölle. So, das sieht aus wie ein großer Tank.
kommen wir erstmal so nicht hoch. Aber so viel ist hier auch nicht los irgendwie. Da oben hätte irgendwie eine Tür sein können. Hier ist ein paar Terminals. Wir gehen hier mal wieder hoch. Obwohl, da können wir uns nochmal durchquetschen. Ne, hier sind auch nur diese Konsolendinger. Ob wir das schaffen? Wir machen hier aber mal einen Jump'n'Run draus. Das läuft doch. Ich hab doch gerade was gegessen, oder nicht? Und los geht's. Woo! Sogar geklappt. Ich werd verrückt. Geil, bin ich wieder hier und stehe hier oben. Klasse. Bringt's ja voll. Aber gut, wir gehen mal weiter. So. Uah, nein, ich hab's gewusst. Kacke. Soll das hier jetzt echt so ein Minigame sein? Ich spiele einfach mal mit, wa? Oh, da war was. Das habe ich da vorne nicht gesehen, oder? Ist vorne auch schon hier? Ich meine nicht. Hier ist vor allem auch eins, eine ganze Menge nix. Ist da irgendwas drin zu holen? Auch nicht. Irgendwie ist das alles tenefiel. Ist nichts vernünftig zu holen. Ich komme immer wieder auf der gleichen Ecke raus. Ich komme immer zu irgendwelchen Tanks, in denen nichts drin ist. Ich meine, ist alles ganz interessant gestaltet, aber das war's dann auch. So, hier war ich vorn drin. Dann bin ich hier irgendwie hochgeklettert. So, und ich glaube, ich war noch ein höher. Probieren wir mal so. Ja, passt. So, dann sind wir wieder hier. So. Das ist diese schwammige Steuerung, ne? So. Dann sind wir hier. Ich wollte gerade sagen, ist das eine Tür, aber nein. Das ist definitiv keine Tür. So, dann sind wir hier und haben... Da. Da wollen wir hin. So. Aber hier ist auch nichts zu holen. Das ist doch Blödsinn. Dann komme ich wieder nach oben. Da oben ist, glaube ich, erstmal nicht viel zu holen. Kann ich auch einfach so machen. Bip, bip. Bin ich da auch. Jetzt ein bisschen Glas, aber... So von der Sache her, alles voll für den Arsch. Nichts zu holen in der Hütte. Sind ein paar Kondensatoren. Oh, das gereinigte Wasser nehmen wir mit. Das finde ich vom Design her ganz cool. Ja, Nährlösung wird. Ob ich die jetzt unbedingt brauche, sei mal dahingestellt. Aber dann ist auch hier vor allem wieder eine ganze Menge nix. Nix, nix, nix. Und es war jetzt auch die sinnigste POI, die ich so auf die Schnelle wahrnehmen, durchsuchen konnte. Okay. Da oben ist noch was. Das hole ich mir auf jeden Fall, den Tank. Zack. Strom finde ich ja erstmal gut. Auch Biostrom. So. Aber ich bin schon mal froh, dass es nicht die ganze Zeit regnet. Das heißt nämlich, ich kann zumindest ein bisschen draußen rumrennen, ohne gleich zu verrecken. Ist die Atmosphäre eigentlich atembar? Steht das hier? Oh, yeah. Oh, auf jeden Fall eine Menge Ressourcen hier. Was ist das? Pentaxid, richtig Adern. Das finde ich hier schon mal gut. Und auch Promethium ist ordentlich was da.
So, Atmosphärendichte, scheißegal, O2-Gehalt, Atembahn, nein. Das ist schlecht. Schwierigkeitsstufe, extrem. Typ Alien. Habe ich mir besten Ort ausgesucht, um da mit meinem Raumschiff zu landen, wa? Ich glaube, wir füllen hier am besten nur unsere Tanks wieder auf, nehmen vielleicht eine POI noch mit und fliegen dann weiter. Ich weiß nicht, ob das hier der beste Ort für mich ist, als kleinen abgefuckten Noob. Gut, das haben wir uns angeguckt. Fliegen wir die Runde weiter zur Salvation. Speichern. Auf geht's. Wie lange ist denn das hier dunkel, ey, meine Fresse? Noch 7 Stunden. Ich flieg vor der Sonne weg quasi. Was ist denn hier los, ey? Wie lange ist denn das hier hell? Jetzt mal ganz im Ernst. Also ich bin jetzt schon eine ganze Weile hier und habe noch nichts vom Sonnenlicht gesehen. Ich bin im Dunkeln losgefahren und es ist noch immer stockfinster. Das kann aber nicht wahr sein. So, wir halten mal eben Kurs. Oh, Kobaltlager. Größe Mittel sogar. Geilo. So. Zieh mal rüber. Ach, Mann, ey. Ich hasse es, wenn das passiert. So, Autobremsen aus. Gucken wir mal, was wir bisher gefunden haben. Kobalterz, diese Derelated Base, die Abandoned Reactor, Eisenerzlager, Stealth Outpost. Also ein bisschen was haben wir ja schon hier. Crashed DSE Front, Crashed Cockpit. Also am interessantesten fand ich den Abandoned Reactor bisher. Der sieht auf jeden Fall nach was aus. Ansonsten brauchen wir erstmal Munition für Raketenwerfer. Dafür brauchen wir Kobalt, das müssen wir aber noch haben. Können wir den erstmal ein bisschen nachfüllen. Promethium haben wir da, Wasser werden wir uns gleich noch besorgen. Zumindest die Reaktoren dafür. Und dann wollen wir mal schauen in den nächsten Folgen, was wir uns hier genauer angucken. Jetzt bin ich mittlerweile so weit geflogen, dass ich den Sonnenaufgang fast eingeholt habe. Ist ja auch schön. Und irgendwie ist das hier grafiktechnisch ganz schön für den Arsch. Ich hatte hier jetzt schon mehr Bugs auf als die ganze andere Zeit. Und hier fliegt viel Scheiße rum, ey. Meine Fresse. So. Autobremse wieder an. Einmal ausrichten und abrennen in die Hütte. Komm. Mal auf. Dü-dü-dü. So, gucken wir doch mal im Konstruktor, ob wir Raketen überbauen können. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich brauche. Ich guck mal gerade mal ins Munitionslager hier rein. Zack. Die PK da irgendwas, glaube ich, nicht. Die dürften es auch nicht gewesen sein. Hab ich überhaupt noch welche? Ich glaube, ich habe gar keine mehr. Raketenwerfer? Nö. Sind nur noch welche im Magazin. Aber das kriegen wir schon hin. Gucken wir halt im Assembler. Uppala. Ist ja manchmal so langsam wechselt, ne? Und dann das alte Werkzeug noch benutzt. Nervt dezent. Okay. Kleines Raumschiff. Raketenwerfer. 130. Nee. Scheiße. Na gut, haben wir einen Raketenwerfer mehr. 130 mm Rack. 50 fertig. Die Plasmakanonen kann ich ja leider nicht machen. Ist hier Ziskosium irgendwo auf dem Planeten? Wahrscheinlich nicht. Ne, Eisen, Kupfer, Promethium, Kobalt, Erestrum und Magnesium. Ich brauche ganz andere Sachen hier. So, und wenn wir schon dabei sind beim Bauen, dann
können wir gleich mal so eine Munitionsbox hier bauen. Grosses Raumschiff. Munitionskiste. Oh, habe ich doch garantiert noch irgendwo liegen. Ich habe so viel Scheiße. Wird ja wohl eine Munitionskiste dabei sein. Und dann muss ich mal schauen, dass ich den Piss hier umbenenne. Gib mir auf den Zack. Sag ich doch. Die kann man auch schön hier unten reinstellen. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja. Machen wir so rum. Gibt es da eigentlich noch andere? Ne. Nur die. So. Ja, die können von mir aus so grün bleiben. Gucken wir doch mal im Ketzer. Und zwar ein Munitionsding. PK-Ladung, kleines Raumschiff, das brauche ich nicht. Dann gucken wir in der Salvation. Irgendwo habe ich doch garantiert hier. Boah, ich muss die benennen. Alter Scheiß, ey. Kriegst du eine Macke? Minigun-Patronen, ja, die können hier rein. Ist mir scheißegal. Da ist auf jeden Fall schon mal nicht bei. Cargo-Palette hier. PK-Ladung. LS-Ladung, kleines Raumschiff. Railgun-Kugeln. PK-Ladung, Basis. LS-Ladung, kleines Raumschiff. Das müsste doch für meine Dinger sein. Laser-Ladung, Basis. Dass die auch alle verschiedene Munitionsarten haben, ne? Muss man halt nicht verstehen. Okay, ich kann ja eigentlich erstmal hier alles, was für Raumschiff, Basis und sowas ist, hier rüber packen. Haben wir schon mal da. Oh, ich habe diesen epischen Plasmawerfer. Nit, nit, nit. So. Gut. So, dann gucken wir noch mal, was diese Lasertürme für Munition brauchen. Großes Raumschiff, da haben wir die hier. Steht da natürlich nicht. Ich vermute einfach mal, dass es die Laserladung, genau, großes Raumschiff sein wird. Elementares Pentaxid und Kohlenstoffsubstrat. Na super. Das ist ja richtig klasse. Na, trotzdem mal ein paar fertig. Mal sehen, wie viel dabei rauskommt. Okay, da hinten haben wir es. Schaden 1050. 229. Oh, das geht aber. Kommt ja ein bisschen was rum. So. Jetzt hatten wir hier gerade eben noch Munition gebaut fürs Raumschiff, aber das ist jetzt erstmal kackegal. Hier haben sie mir schon wieder die Hälfte weggeballert. Ich brauche dringend die Reparaturstation. Und ja, mal schauen, wie es die nächsten Male weitergeht. Ja, nun sind wir hier, nun müssen wir damit irgendwie zurechtkommen. Ja. Ne? Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter. Wir werden die ersten POIs erkunden. Und ja, wenn ihr Bock habt, meine neue Staffel 7 Days hat angefangen. Kommt jetzt in der Sonntags. Da ist die neue Alpha 18 draußen und gibt ein paar Neuerungen. Und das erkunde ich alles so ein bisschen mit einem Kumpel von mir, dem No Budget Nerd. Könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Der macht coole Stop-Motion-Filme mit Godzilla. Und gestaltet das eigentlich ganz witzig. Ich bin da fast manchmal ein bisschen stolz auf ihn, auch wenn ich ihm das nie sagen würde. Und ja, wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Bis dann, euer Ragnar Bertholzer.